Nein, ich vermiete es dir. Na gut. Dann setze ich mich jetzt in den Eck und heule. Da bist du ja endlich. Wirklich. Vorher drauf achten. Aua. Aua. Hey, da ist der Knöchel. Ja, danke. Wo sind die alle? Sie wurden zu einem Bankett eingeladen. Woher weißt du das? Da ist ein Bote von Detmold gekommen. Was für ein Bankett soll das sein? Eine Feier. Angeblich hat Detmold den Anführer irgendeiner Verschwörung gefunden. Dieser syphilitische Schwanz. Wo findet diese Feier statt? In der Lagerkantine. Aber die ist leer. Es sind alle nach Wagen ausgerückt. Schnell! Als ob ich dir das verbieten würde. Weiß ich doch. Aber du kennst mich, ich frag halt immer 30.000 Mal. Ach, hier kann man auch durch. Warum ist mir das nicht aufgefallen? Warum gehe ich immer über die kleine Brücke? Oh Gott. Ich weiß, ich gehe nicht hier alt zusammen, es tut mir leid. Ich verspreche, ich gehe sofort ins Bett, sobald wir den dritten Akt erreicht haben. Und ich hoffe, es dauert jetzt nicht nur 3 Jahre. Ich glaube, so schlafe ich hier ein. Ich bringe sie um, diese Wichser. Sie sollen leiden, qualvoll sterben. Der einzige Grund, warum ich halt das gerade durchziehen will, ist der, dass ich jetzt sowieso schon... Ich glaube, der letzte Stream war im März. Am 23. März. Das heißt einfach mal vor 2 Monaten. Wir könnten schon lange bei Witcher 3 sein. Ich möchte halt einfach, dass es vorangeht. Ich muss hier mal vorwärts gehen. Müssen wir hier alle Leute töten, mit denen wir vorher zusammengearbeitet haben. Warum steht der denn schon wieder auf? Den hatte ich doch eben... Oro. Basil. Ich stream auch morgen mal. Mach das. Also morgen stream ich tatsächlich nicht. Morgen habe ich frei. Morgen ist nichts mit Stream. 24. Ich bringe diese Dreckzüge. Deswegen stream ich ja. Jeden einzelnen von ihnen. Ab wann streamst du denn, Ryan? Wes, bist du in Ordnung? Ich weiß nicht, wenn das Spiel rauskommt. Ja. Was ist passiert? Detmold hat uns alle zu einem Festmahl geladen. Sagte, der König wäre dankbar, dass wir bei der Aufdeckung der Verschwörung geholfen haben. Spahn, Ferkel, 2 Fässer Wein. Roche sei eben von einer Mission in Kettwin zurückgekehrt und werde vom König persönlich belohnt, sagte er. Schickte die Männer zur Kantine und mich zum Zelt des Königs. Aber Roche war nicht beim König. Detmold sprang herum wie irre und schrie, er wolle alle aufknüpfen zur Strafe für Flotsam und das Komplott. Wes, was haben sie dir angetan? Ich habe gebettelt und gefleht. Sie haben mich ausgelacht und dann laufen lassen. Eure Majestät, bitte, widerruf den Befehl. Das sind einfache Soldaten, die Befehle befolgen. Sie verdienen das nicht. Bitte, Herr, Gnade. Ehrenmänner haben etwas Besseres verdient. Ehre?
Wo war denn da die Ehre als... Detmold, lass uns allein. Eure Majestät. Was wissen denn Huren von Ehre? Du bist eine dumme Nutte. Und so behandle ich dich auch. Wenn du dich benimmst, wirst du vielleicht einen von deinen idiotischen Kameraden wiedersehen. Geht da bitte nicht hin. Roche, darauf wartet Detmold doch, dass du dich jetzt rächst. Soll nicht umsonst warten. Verstehst du nicht? Er hat deine Männer nur gehängt, um dich zu provozieren. Du warst nicht hier. Sie hatten eine Schlacht zu gewinnen und wussten nicht, wann du wiederkommst. Bitte, geht da nicht hin. In Ordnung. Und ob wir gehen. Wir machen jeden Kettwinner kalt, der uns über den Weg läuft. Das ist Selbstmord. Draufgeschissen. In dem Zelt ist alles gestorben, was mir je wichtig war. Mein Land zerfällt, meine Freunde werden ermordet. Ich will Blut sehen. Was denkst du, ist wohl mit mir? Von Kopf bis Fuß stinke ich nach diesem Schwein, aber ich reiß mich zusammen. Sonst haben sie nämlich gewonnen. Bitte, stürz dich allein auf ihre Armee und lass Blut fließen, auch wenn's nur deins ist. Wes hat recht. Beruhig dich, Roche. Verdammt. Was schlagt ihr vor? Wir gehen durch die Schluchten nach Bergen. Es gibt einen geheimen Zugang zur Stadt. Wir nutzen das Chaos der Schlacht und greifen uns Sheela und den Königsmörder. Und metzeln möglichst viele Kettwinner bei der Gelegenheit. Wes, schaffst du es? Wes geht nicht mit uns. Ich werde sie nicht mehr gefährden. Außerdem muss jemand zu Percival eilen und an einen geeigneten Ort segeln, damit wir hier wegkommen. An Bord schieben noch zwei Matrosen Wache. Wir warten an der Flussbiegung hinter dem Lager auf euch. Wir müssen den Weg durch die Schluchten nehmen. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ja, das Wort Scheiße ist jetzt oft genug gefallen. Angriff auf Bergen. Okay. Wes lügt. Wie bitte? Für Wes halte ich meinen Kopf hin? Ich glaube ihr nicht, dass sie Detmold entkommen ist. Was unterstellst du ihr? Nichts. Ich meine, du solltest endlich still sein und Augen und Ohren offen halten. Das Vergnügen kommt später. Einmal speichern. Dann gucken wir einmal, ob wir in diese Richtung gehen. Ich weiß nicht, wo es bleibt. Ist aber auch egal. Hinten. Ist auch nicht mehr durch die Tür gekommen. Nachdem er geflucht hat. Jakob! Und... konnte ich nicht lesen. Irgendwas mit E. Was ist denn das für ein Vieh? Ein Troll. Vorsicht, mit einem Hieb kann er einer Kuh das Genick brechen. Ich bin keine Kuh. Wer ihr? Was wollt? Wir sind nur auf der Durchreise. Hexermensch, du kommst mich töten. Nein. Aber nicht so einfach. Raus! Sonst Mann, mein kommt und macht Hexerfetzen! Nun beruhig dich, dummes Huhn. Wir wollen nur nach Bergen. Du geh, egal wo. Nur nicht hier. Hier Lager mein. Dauernd laufen Störenfriede. Wer stört denn dauernd? Menschen.
Komm, Geralt, befreien wir sie von ihren Qualen. Nein, warte. Welche Menschen haben dich gestört? Bitte denk nach. Noch ein Hexermensch lief hier lang. Groß. Hast du mit ihm gesprochen? Ich ja, aber Hexermensch schlägt gleich. Ich schrei zum Mann mein, soll helfen. Hexermensch nimmt Schwert. Blut fließt. Mann mein liegt und blutet. Hexermensch geht nach Lokmuin, sagt. Er sagte, er geht nach Lokmuin? Ja, sagt. Hexermensch sagt, Zeit nicht reicht. Sonst schneidet Mann mein. Das sagtest du bereits. War nett mit dir zu reden. Siehst du, gar nicht schlimm, so ein Gespräch. Ich schlaf. Ihr geht. Süße Träume. Seht ihr Mann mein, ihr sagt, er mich nicht weckt. Sonst ich hau. Schlafen will. Das sag ich dem nichts, frisch es auch. Du, schlafen, mich lassen. Sonst, du Kopfnuss. Ich glaub, das kommt nicht gut. Verrecke. Braucht kein Hapchen mehr. Noch mehr Hapchen. Hallo Kitty. Einen wunderschönen guten Abend hier. Wie war dein Stream vorhin? Ich trage ein falsches Schwert. Dank, ihr gute Menschen. Schlechte Menschen tot. Pass auf dich auf, Troll. Von Schlucht geht Weg. Weit mein Dort. Ihr seht? Wir haben sie getroffen, ja. Sie noch heile? Kacke, mein Dad meinte, das Internet zu ziehen, weil ich nicht mit ihm zu meiner Süß gefahren bin. Was zur Info locker 30 Minuten gedauert hätte. Ja. Ätzend. Es geht dir gut. Weck sie bloß nicht auf, sonst reißt sie dir den Kopf ab. Ach, so weit mein. Mich mag. Frische Leber zu essen gibt. Lecker Leber. Trollfreund. Hat man in The Witcher 2 auch Truhen, wo man Sachen lagern kann? Ja, es gibt vereinzelt NPCs, wo du auch deine Sachen ablegen kannst. Frag mich aber bitte nicht, wo. Ich weiß, dass es im zweiten Akt beim Bordellzelt, wo wir ja hier auch schon rumgelaufen sind, da ist auf jeden Fall ein Zwerg, da kannst du was lagern. Im ersten Akt weiß ich es tatsächlich nicht. Aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit. Da habe ich Nein gesagt und zack, Internet aus. Das ist hart. Richtig, sowas nicht. Sind wir gerne alles deswegen. Ja, ich auch. Ich sammle auch gern alles. Weiß halt nicht, wo ich hin soll jetzt gerade. Von da kamen wir. Glaube ich, ich muss in diese Richtung, oder? Ja. Also wie mein Wiederempfänger hinter der Wiese durch Kacke fahr. Nervig. Ich versohle dir den Hintern. Ah nee, mir brauchst du nicht mehr den Hintern versohlen. Ich bin alt genug. Danke. Yeah.
Ja, ich muss jetzt erstmal den Weg zurück. Um da hinzukommen, glaube ich. Oder? Ah, nee. Okay. Dann muss ich durch den Tunnel rein. Okay, das erklärt es natürlich. Dann müssen wir den Tunnelweg nehmen. Oh jo, kein Problem mit. Aber ich glaube, wir nähern uns im dritten Akt. Wir kommen dem dritten Akt immer näher. Ach, da oben wäre es rein. Okay. Ja, ja. Wir müssen nicht nach unten, wir müssen da auf den Hügel. Ich vergesse es immer wieder, dass da ja der Weg hochgeht. Genau, hier hoch. Da sind wir ja vorhin auch lang. Hier hoch. Und da rein. Leute können mich mal Eltern hart. Suche ich jetzt davon. Ja, würde ich glaube ich auch so machen. Weiß ich. Ich finde sowas halt einfach nur echt unnötig und dreist. Deswegen, ich bin verdammt froh, dass ich jetzt seit 7 Jahren, fast 8. Nee, fast 7 Jahren nicht mehr bei meinen Eltern wohne. Was für eine Begegnung. Geh aus dem Weg, Pankrat. Da bin ich ganz dankbar für. Orsch, dir muss doch klar sein, dass ich nicht zufällig hier bin. Das bist du nie irgendwo. Tauchst immer da auf, wo man dich am besten bezahlt. Du hast dich kein bisschen verändert, wie ich sehe. Hältst dich für etwas Besseres, weil du einen königlichen Arsch gewischt hast. Wie jämmerlich. Bringt sie um. Ich glaube, die bringen uns nicht um. Ich glaube, die tun alles, aber sie bringen uns nicht um. Wir müssen in die Richtung. Verfluchte Biester. Durch. Das Gute ist, dass wir die Höhle jetzt schon erkundet haben. Also das fällt jetzt erstmal weg. Nee, von hier kam ich. Hilfe, wo muss ich lang? Muss ich da lang? Ist der richtige Weg? Ich glaube, es ist der richtige Weg. Weiß ich doch nie. Im Dunkeln sehe ich nichts.
glaube, wir müssen halt einfach den gleichen Weg gehen wie vorhin. Aber fragt mich bitte nicht, welcher Weg das ist. Ich hoffe, das klingt nach Kampf. Ja, es ist Kampf. Aua. Das tat weh. Aua, aua. Ich hab so Feuer drauf. Das... doch, scheint richtig zu sein. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, falls ich nicht auf Chat achte. Aber ich will erstmal hier irgendwie durchkommen, bevor ich mich wieder verlaufe. Aua, 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 aua. Oh, das platzt. Aua. Keine gute Idee. Hier rein. Ich kann, glaube ich, hier rein, oder? Ich gucke. Okay, ja. Hier müssen wir hin. Mit einer kleinen Schwester. Okay, das ist kurz zu seinen Nachbarn. Hallo Lara. Aber alles klar. Alles klar. Jo. Ich habe jetzt vergessen zu speichern. Oh. Naja. Du sagtest, du hättest sie beseitigt. Ich habe sie unterschätzt. Du wirst für meine Männer bezahlen, du Hurensohn. Für jeden Einzelnen. Dann wiederhol diesen Fehler nicht. Enttäusch mich nicht nochmal. Ach ja, jetzt hat er seine... Nein. Wow. Keine Sorge, bin ich über 18. Ich bin gerade so geschweißt. Ah, okay. Ja. Über 18 sollte man zumindest um diese Uhrzeit schon sein. Ist, bei unserem Chat hier eigentlich ganz wichtig. Und bei Witcher sowieso. Was hier so teilweise an Sprüchen abgelassen wird. Manchmal dezent seltsam. So, ich stirb. Jetzt bist du dran. Wo du mir noch mehr Leben absaugst. Dein Ernst. Ich bin heute 18 geworden, also das geht ja, oder? Als Gegner, ja, klar. Sind geschaffen für euch. Geht. Nicht mich solltet ihr jagen, das wäre Unsinn. Sie passt. Wir vertrauen dir da einfach. Na, oh, der stirbt einer. Einfach toll. Ich hatte vergessen, wie Hexer kämpfen können. Und nun? Du hast meine Leute umgebracht. Habe ich nicht. Ich war nicht mal dabei. Henselt hat deine Leute umbringen lassen. Und Detmold hat ihn dazu überredet. Ich werde nicht um Gnade betteln. Es ist ja klar, dass ihr mich töten wollt. Aber falls ihr mich laufen lasst, habt ihr mein Wort, dass ich hier verschwinde und euch nie wieder in die Quere komme. Du hast recht, wir wollen dich töten. Wir können keine Feinde im Rücken gebrauchen. Ich jammere nicht. Mach Schluss. Nee, Schluss machen will ich nicht. Ich
Ich bin kein Mensch für Trennung. Ich bring dich einfach direkt um. Wir mögen sehr schön sein und denn hast uns alle lieb. Macht einen Depri-Blick. Ja, stimmt. Euch alle habe ich lieb. Aber lasst den Depri-Blick. So. Ist hier irgendwo was. Irgendwas Sinnvolles drin? Ja, die Rune nehme ich mit. Den anderen Rotz brauche ich nicht. Speichere aber nochmal. Ich glaube, wenn wir jetzt diesen Abschnitt hier fertig haben, kommen wir in Akt 3. Okay. Sorry. Ich bin müde. Ich darf falsche Sachen lesen. Ich darf falsche Sachen lesen. Ich bin einfach nur müde. Ich will einfach nur in den dritten Akt. Mehr will ich gar nicht mehr. Diese Katze ist müde, diese Katze darf falsche Dinge sehen. In einem gewissen Rahmen. Hau ab, Fliege. Hol dich der! Oh, wir haben es gleich. Ich dachte schon, es wären Hänsel und seine Brut, die durch den Tunnel gekommen sind. Sie haben es versucht. Am Hexer kommt eben keiner vorbei. Schön, dich zu sehen. Wo ist Rittersporn? Unterwegs Richtung Westen, nach Ochsenfurt. Mit wem hat es sich denn diesmal versaut? Mit Hänselt. Hänselt kriegt auch den Hintern versohlt. Rittersporn hätte ruhig bleiben können. Sultan, Bergen wird fallen. Verschwinde, solange du noch kannst. Das ist nicht Zwergenart, seine Leute im Stich zu lassen. Bleib mir bloß am Leben. Du aber auch, altes Rindvieh. Was machst du eigentlich hier? Wir suchen Sheila de Tankerville. Wir vermuten, dass sie in Bergen war. Ich konnte einen Blick auf ihren noblen Arsch erhaschen, aber nur kurz. Sie sitzt dauernd in der Hütte dieser anderen Zauberin. Wie heißt sie gleich? Philippa Eilhardt. Exakt. Wer weiß, vielleicht tragen sie es ja miteinander. Wie ich höre, ist Philippa... Wo finde ich sie? Im nördlichsten Haus. Am besten geht ihr über die Hängebrücke. Danke. Im nördlichsten Haus. Das macht's einfach. Ein Geheimgang bis hinter die Stadtmauer. Danke. Und noch was. Jorvet ist eingekesselt. Kämpft mit einer Handvoll Eichhörnchen im Kastell. Hilf ihm. So, so Witcher 1 gespielt. Ja, habe ich. Witcher 1 habe ich jetzt, glaube ich, dreimal durchgespielt. Einmal letztes Jahr im Stream, dann dieses Jahr im Stream und dann einmal auf jeden Fall privat. Witcher 2 spiele ich jetzt das zweite Mal und Witcher 3 habe ich auch bisher nur einmal gespielt. Einmal durchgespielt. Hier durch, ne? Oh Götter, auf der Bahn mit uns. Servus. Da ist die Brücke. Komm. Weißt du, Geralt geht so ganz geschillt die Treppe lang, ne? Mist. Ach, auch mal da. Lebst du noch? Außenrum. Wir sehen uns bei Philippa. Ciao. Arrivederci.
Achso. Der wohl, der will jemand was von mir. Achso. Okay, war doch richtig. Ich habe die Hoffnung, dass ich mich jetzt gleich nicht verlaufe. Mist, sehe ich natürlich auf der Karte nicht. Aber ich gehe mal von aus, dass ich hier lang muss. Ja. Level aufgestiegen. Mit dir habe ich zuletzt gerechnet, Deune. Überraschungsbesuch. Hoffentlich sind die Umstände das nächste Mal netter. Es gibt kein nächstes Mal. Keine Saskia mehr. Kein Oberedirn. Gar nichts mehr. Oberedirn wird überdauern. Es wird nie so sein, wie wir es uns gewünscht haben. Leb wohl, Hexer. Der ist einfach zu negativ, der Kerl. Also sofortige Tötung. Achso, und speichern. Die Hoffnung, dass es jetzt nicht abstürzt. Wäre jetzt kurz vor Ende dieses Aktes nicht gerade wünschenswert. Ist richtig. Ich weiß es nicht genau. Ich meine 3 oder 4 plus Epilog dann noch. Also es gibt einmal wieder den Prolog. Erster, zweiter, dritter Akt. Ich glaube, es gibt doch einen 4. und dann gibt es, glaube ich, den Epilog. Ich weiß es aber nicht genau. Wie gesagt, das ist ein Jahr her und ich habe es halt bisher nur einmal gespielt. Also ich weiß, dass es auf jeden Fall einen dritten Akt gibt. Stirb. Und den nehmen wir mit. Öffnen. Tschüss. Einfach nur tschüss. Wir sehen uns in Lockmui. Wir kommen zu spät, Majestät. FIFA und Minecraft gespielt. Minecraft ist cool. Wo sind Sie hin? Mit FIFA keine kann ich Ahnung. Tatsächlich nicht so sonderlich viel anfangen. Du bereust es. Lächerlich. Obwohl ich, glaube ich, 3 FIFA-Spiele habe oder 4. Der Hexer ist jetzt auch Hellseher. Tötet ihn. Aua, aua, aua.
Nochmal Zeichen. In Minecraft habe ich tatsächlich auch, aber ich habe seit langem, langem nicht mehr gespielt. Früher ganz viel. So, dann töten wir jetzt tatsächlich meinen König. Ja, nicht schlecht gekämpft. Endlich ein würdiger Gegner. Du hast, gar du hast die gemacht. Schlacht gewonnen, aber den Krieg verloren. Die Stadt ist in meiner Hand. Oh oh. Und ihr in der meinen. Für das Wohl Temeriens macht Vernon Roche vor gar nichts Halt. Wenn es sein muss, wird er zum Mörder und verlangt dies auch von anderen. Bernard Loredo hat nur Hass und Leid über die Welt gebracht. Ich schloss mich Roche und seinen Leuten an. Und wieder musste ich mich entscheiden. Den Kommandanten einer Faktorei zu töten, ist etwas anderes als einen König. Selbst wenn sie beide Mörder und Vergewaltiger sind. Vernon Roche, der temerische Gockel mit den blauen Streifen. Was hast du denn mit mir vor? Das wisst ihr ganz genau. Du tötest mich nicht. Das wagst du nicht. Weil ich der König von Kaedwen bin. Und bald auch der von Oberedirn. Der Norden braucht mich. Ich habe gesiegt. Wisst ihr, weshalb ich es so eilig hatte mit der Schlacht? Na? Ich musste es vor Lokmuin schaffen. Er will nur Zeit schinden. Machen wir ihn den gar aus. Warte. Raus mit der Sprache, König. Was passiert in Lokmuin? Eine neue Weltordnung wird errichtet. Neue Grenzen. Es ändert sich alles. Sämtliche Herrscher des Nordens werden zugegen sein. Alle Könige und Fürsten. Kennt ihr die alte Redensart? Wer das Ponta-Tal kontrolliert, der kontrolliert den ganzen Norden. Sind auch Zauberer geladen? Deren Idee war das Ganze doch. Sie wollen die Bruderschaft und die Loge neu beleben. Sie wollen ihre alten Rechte und Privilegien zurück. Einen Platz in der Gesellschaft. Was für ein Quatsch. Ich habe sie alle überlistet. Ich werde derjenige sein, der hier die Verträge diktiert. Ich werde ihnen zeigen, wo ihr Platz ist. Ihr habt meine Leute töten lassen. Natürlich habe ich sie töten lassen. Was macht ihr denn in Temerien mit Spionen? Zeichnet ihr sie aus? Keiner der Gehängten hatte etwas mit dem Komplott zu tun. Nur ich. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Eure Niedertracht ist nicht zu überbieten. Was meinst du damit? Dass Kaedwen dank mir größer ist als je zuvor? Du Trottel! Ich bin der letzte Herrscher des Nordens, den Nilfgaard noch respektieren muss. Und auch wird. Hexer, bring ihn zur Vernunft. Wer mit dem Schwert lebt, soll auch durch das Schwert sterben. Ich lasse euch allein. Habt ihr Angst? Nein. Hexer, du hast mich doch nicht vom Fluch befreit, um jetzt bei meiner Ermordung zuzusehen. Du hast keine Ahnung von Flüchen. Beeil dich. Ich bin Henselt von Arkare, letzter vom Stamm des Einhorns. Ich bettle nicht um Gnade. Sieh mir in die Augen. Na los! Rächt dich schon! Die Maus beißt den Löwen. Ja, okay, gut. So geht's auch. Henselt?
Dim. Nur wir wissen, was passiert ist. Naja, und Hänselt. Wir sollten es schnell vergessen. Ich streiche es aus meinem Gedächtnis. Sheela hat sich nach Loch Muin teleportiert. Wo Sheela, da auch Leto. Die Mörder verhandeln über den Frieden. Wir müssen dorthin. Sheela de Tankerville. Ich hatte doch gleich geahnt, dass ihr kaltes Antlitz eine Ungeheuerlichkeit verbarg. Ohne Rat und Kammer waren die Magier zwar ohne Führung, aber gleich ein Königsmord? Warum? Und wozu? Offenbar waren die Antworten in Loch Muin zu finden, jener uralten Stadt in den Bergen, Relikt der prähistorischen Zivilisation der Frans, die vor langer Zeit lebten. Weshalb, Meister Rittersporn, gingst du nicht mit nach Loch Muin? So höre ich fragen. Zu Recht, zu Recht. Euer ergebener Diener und Chronist musste aus dem Pontertal fliehen, da er sein heldenhaftes Aufbegehren gegen König Hänselt sonst mit dem Leben hätte bezahlen müssen. An der Kunst selbst hätte ich mich versündigt, wenn ich mich hätte töten lassen. Wer würde über diese denkwürdigen Ereignisse berichten, wenn nicht ich? Ob meiner tief empfundenen Verantwortung für den Norden, sandte ich meinen treuen Freund Geralt von Riva nach Loch Muin. Erwähnte ich, dass Geralt Politik verabscheut? Dies war die Gelegenheit, seiner Abscheu angemessenen Ausdruck zu verleihen. Akt 3. War der Gesandte Radowitz da? Jawohl. Was hat er gesagt? Temerien nicht zu halten. Das Reich wird geteilt. Adel zerstritten. Kommandant Natalis verliert den Boden. Der gute alte Natalis kriegt einen Arschtritt. Das war klar. Sie hätten sich fast geeinigt, aber ohne Volltests Tochter geht das nicht. So ist es. Sind die Quartiere bereit? Da gibt es ein kleines Problem. Dann sollten wir uns das mal ansehen. Wie er sich halt einfach überlegt, ob er diesen Apfel mitnimmt und isst, ne? Da ist ja keine Tür. Da können wir sie nicht einsperren. Das ist mir klar, du Gimpel. Aus dem Weg. Onkel Detmold wird jetzt die kleine Hütte verzaubern. Versa Animo. Nilfgaards kostbarstes Geschenk. Sind aber auch so sauber cool. Machen hier. Das ist Loch Muin, kein Schweinekoben. Red keinen Quatsch, Geralt. Marschall Raupeneck war zwar ein Drecksack, aber es waren auch dreckige Zeiten. Er hat sämtliche Elfen in Loch Muin umbringen lassen. Und seitdem tragen Jorvet und seine Spießgesellen diese Sache vor sich her. Aber im Krieg fällt man auch solche Entscheidungen. Leider. Raupeneck hatte sicher furchtbar an seinem Gewissen zu tragen. Papalapap. Ich sage doch, er war ein Drecksack. Nimmst du die Enzede in Schutz? Die haben auch Blut an den Händen. Die Frans waren fort. Wir retteten die Quelle der Macht und bewahrten die ehrwürdige Stadt. Elfengewäsch. In der Nähe hat man ein paar Höhlen voller Echsengerippe gefunden. Mit Schwertspuren. Ach, glaub doch, was du willst. Mich interessieren nur die heutigen Stadtbewohner. Warum habe ich das Gefühl, dass du Mist baust, sobald wir ankommen? Ich finde ein Mittel gegen mein Leiden, wenn wir ankommen. Detmold war nur ein Bauer auf Hänselts Schachbrett. Ein ruchloser Mörder war er. Hänselt war ein König. Und ich habe ihn umgebracht. Das hat er mir bis zuletzt nicht zugetraut. Genauso wenig wie ich. Sprechen wir nicht mehr davon. Ich weiß nicht, ob ich diese Bilder je vergessen kann. Reden will ich darüber nicht auch noch. Rache an Detmold ändert gar nichts. Oh doch, die Geister meiner Männer werden es zu schätzen wissen. Sehr schön. Die blauen Streifen so. Waren... Einmal speichern. Ich habe die Männer persönlich ausgesucht und unterwiesen. Bekommen. Natürlich gab es gute und schlechte Tage. Ja. Sie hatten nicht einmal die Chance, kämpfen zu sterben. Auf jeden Fall, viel Spaß euch. Du hast deinen König verloren, Bernem.
Vergiss nicht, du kannst warum dann du ja zu auch dieser Mission aufgebrochen bist. Was du bekommen hast. Ich vergesse es nicht. Sollte ich Leto und Sheila in und Tatooine finden, Hybrid einfach nein. Nicht einfach, nein. Also, warte, ich kann. Oh, ich, warte, ich verteile nochmal die zwei Punkte. Verteile nochmal. So, ja, Adrenalin. Das kriege ich natürlich noch nicht. Dann einmal hier hin. Zeichenintensität. Licht des reflektierten Tons auf mehrere Ziele. Das einmal. Weil ich von Markus habe ich alle Witcher-Teile bekommen und 5 Figuren. Und das ist cool. Das ist cool. Ich wünsche dir auch weiterhin viel Spaß bei Witcher. Und ich hoffe, dass dir die Reihe gefällt. So, von Tränken. Brauche ich bisher am wenigsten. Oh, und das hier kann ich einmal noch mutieren. Wenn ich drei Rüstung. Adrenalin. Mutieren. Ich habe einfach zu wenig Mutagene. Egal. Passt trotzdem. So. Aber wir machen hier tatsächlich Feierabend für heute. Weil ich habe ja gesagt, bis zum dritten Akt. Und...